Es regnet und ich werde zu meinem Trial. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands. Das ist so kacke, wenn man sich eine Dusche teilen muss. Muss halt noch unbedingt Zähne putzen. Aber sieht gut aus. Ich krieg noch meinen Zug. Das Opera House sieht jetzt nicht mehr so geil aus, wenn es pisst. Schäbig. Gar nichts mehr Besonderes. Und genau unterhalb des Opera Houses arbeite ich jetzt nochmal für die nächsten 3 Stunden. Ich glaube, ich werde nicht filmen können. Ist ja ein Trial, also mache ich Mist. Werde ich nicht genommen. Also ich hoffe, meine nächsten Aufnahmen unmittelbar nach diesem hier werden positiv, andernfalls muss ich mir was anderes suchen. Also, fertig mit dem Trial, 3 Stunden Arbeit. Ich habe bei Opera's Kitchen gearbeitet, so sieht das etwa aus. Also es ist eigentlich wie so eine Gasse mit einem Restaurant, ein bisschen Streetfood-mäßig, aber ziemlich cool. Und ich bin fertig, die waren zufrieden mit mir. Diese Woche werde ich nicht arbeiten am Wochenende, aber dafür nächste Woche geht's los. Und ich bekomme sogar etwas zu essen. Mittagszeit, perfekt. Seht ihr den da? Der würde gerne was essen. Und auf die kleinen Viecher muss man auch ziemlich aufpassen. Nein, du kriegst nichts. Und zwar, wenn man hier das Essen verteilt, die kommen einfach zugeflogen und versuchen es zu essen. Also das ist die Riesenherausforderung. Ich habe noch einen Besichtigungstermin, Shared House. Number. Ah, da ist es. 93, Quay Street. Ich glaube, ich bin in Chinatown. Überall gibt es so chinesisches Essen. Wie hier. Ja, genau, in 10 Minuten. Ich bin mal wieder pünktlich. Wie ein Deutscher halt immer so ist. Ne? Das schätzen die Australier extrem. Und jetzt warte ich, bis der Vermieter kommt. Schau mir mal die Wohnung an. Ist günstiger als im Hostel. Und wenn es mir gefällt, ziehe ich um. Wenn nicht, bleibe ich im Hostel. Schau aber trotzdem weiter. Ich habe die Wohnung nicht genommen. So im schlechten Zustand, da bleibe ich lieber im Hostel. Also irgendwie habe ich noch ein bisschen Standard, den ich einverlange. Ne. Ich fange gerade an, Bali zu vermissen. Das schöne Wetter. Und ja, ich nehme auf. So geil, die sind es alle nicht gewohnt, dass da einer wie ich mit der Kamera vor der Fresse rumläuft. ja, ich vermisse Bali. Sehr sogar. Die warmen Temperaturen, Surfen, ist gerade in Sydney gar nicht drin. Da war nur kalt, regnerisch. Nichts Besonderes mehr. Ich komme zurück nach Deutschland. This is the moment, tonight is the night.